Hey guys, today we do an elevator tour in English and German. First we start in English with two elevators, and then we start in German with the same two elevators. First we go to level 4. Oh my god, the door is broken. What is the problem? I don't do anything. I don't want to try for this elevator. I wait for this. And with this elevator we arrive next time. But I don't want to stuck. Oh my god. That sounds bad, really bad. I tell you. We wait for this elevator. Creepy. I don't want to stuck now. Oh my god, listen. That's bad. That sounds really bad. I don't like this sound. What the elevator do when we don't push any button? Let's try it out. Nothing. I like it. The sensor is quite good. Okay. It's quite a good sensor. We want to drive to level 4. That's the best level because it's the highest level where I can go. Yesterday we're in a house der Gesundheit. This is a medical clinic from medicine. And truth medicine. Yes. Let's go to level 3. That's also nice. Because here is a person, I don't confirm everybody. It's forbidden. Level 3. So far, so good. There you can sit, that's nice. Oh, this looks like a little pool. No, it's a joke. Yes, and there's some more pools. That's great. And there's my bike. Yes. Let's ride the next elevator. This, we tested one journey. Oh my god, that sounds bad. Really bad. Maybe it's a cheap elevator. No, I think that's good quality because it's from ADH. No, it's not from ADH, it's from ProBio. But I like ProBio elevators. Really? Yeah. It's fast. But it's the small of one. Yes. It's working quite good. Look at the speed. Yeah, but it's not good. I mean, the sound is not good. But first we look in the view and then I talk in German for German people. Here is Germany, Stuttgart, Feuerbach. Now German is the language. Thank you for looking my video in English and see you in the German track or section. Bye bye. Hi Leute, willkommen zu dem Video auf Deutsch. Wir haben hier natürlich zwei ProBio-Aufzüge, Baujahr 2010. Beide. Ich habe nach oben gedrückt. Problem ist, der möchte da nicht hingehen. Weiß nicht wieso, aber wir fahren jetzt mal von 4 in die 0. Anders geht's ja nicht. Ich frag mich, wie man ins U kommt. So, in die 5 ist ja nirgends ein Schlüssel. Look at this. Passiert nichts. Geht gar nichts. Wir kommen da nicht mal runter. Aber ich weiß nicht, wie man da runterkommt. Nee, lass mal.
Jetzt fahren wir mit dem. Gucken wir noch einen deutschen bisschen. Klar. Müssen wir mal gucken, ob der fährt. Da passiert nämlich recht wenig. Ja, ich höre was. Ei, Leute. Hört sich jetzt nicht so gut an. Ja, wir wissen schon. Jetzt haben wir mal ins zweite Obi. Genau. Wollen wir auch gleich nicht Überflieger sein hier? Nee, Spaß. Nach oben geht das Geräusch eigentlich. Da hört man nichts, aber nach unten macht es irgendwie so Schleifgeräusche. Mal gucken, ob. Oh, sorry. War nicht aus Versehen. Der Türsen ist. Was? War aus Versehen? Sorry. Das habe ich auch so gut, dass die Notglocken erst gehen, wenn sie 3 Sekunden gedrückt werden oder länger. Weil sonst wäre jetzt schon eine Sprechverbindung aufgebaut. Scheiße wär's. Jetzt fahren wir wieder runter, aber nur in eins. Ich möchte euch nämlich nur kurz zeigen, ich möchte hier nicht stecken bleiben. Naja, stecken bleiben tut der eh nicht, der ist sehr gut. Ich habe noch nie gemerkt, dass der... Hört ihr? Dieses... Das ist kein so schöner Sound. Und die Tür geht wieder zu. Jetzt fahren wir nochmal runter, ne? Tür geht zu. Und unten beende ich dann auch mein Video für heute. Leute, wirklich, das hört sich echt nicht so gut an. Muss ich wirklich sagen. Ja. Ich bedanke mich also so auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis bald.